Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren, jetzt haben wir ja schon gehört, dass es unglaublich viel Positives gibt in dem Einzelplan 09. Also der Beratungsbus von Balz wird finanziert, was wir übrigens toll finden. Da hatten wir Sie auch darauf aufmerksam gemacht. Ich würde sogar noch sagen, dass der schon vor 2 Jahren beantragte Härtefallfonds im Rahmen der Berufsanerkennung jetzt endlich angefangen wird, ist auch was Positives. Hat ja bisher noch niemand genannt. Und dann, meine Damen und Herren, finde ich, wird es auch schon ein bisschen schwierig, weil dann haben Sie sich darauf verlegt, ganz viele Programme zu benennen. Und ich finde, man erkennt in diesem Einzelplan keinen Schwerpunkt. Also wobei es gibt irgendwie einen Punkt, der der Senatorin besonders wichtig ist, ist die Vergabe von Dienstleistungsverträgen. Es gibt für alles Dienstleistungsverträge, für Kontrolle, für Archivierung, für Mittelbewirtschaftung, für alles. 6 Millionen stehen dafür zur Verfügung. Aber die Kollegin Bangert hat eben die Dramatik noch mal geschildert. Es hat nicht mal geklappt, den Dienstleistungsvertrag für die Mittelbewirtschaftung der ESF-Mittel irgendwie rechtzeitig zu vergeben. Und Frau Senatorin, es ist völlig unklar, wie es mit den Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und anderem weitergeht. Und ich hoffe sehr, dass Sie nachher in Ihrer Rede noch mal offenlegen, was Ihr Plan B ist und wie Sie dafür sorgen, dass ab dem nächsten Jahr diese Gelder auch fließen können. So, jetzt wird immer wieder darauf verwiesen, Herr Korte hat es eben auch gemacht, ganz viele neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Ja, aber Sie wären gut beraten, wenn Sie Ihren Blick endlich mal auf die sich verstetigte Langzeiterwerbslosigkeit legen würden und sich mal überlegen würden, was Sie da machen. Da sagen Sie Berlinarbeit. Ja, Berlinarbeit. Aber was haben Sie gemacht? In dem Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung hat die Koalition sich nicht gescheut, nochmal 700.000 Euro rauszunehmen, weil man die angeblich ja nicht braucht. So viel zu dem Schwerpunkt Abbau von Langzeiterwerbslosigkeit. An dieser Stelle hätte man kein Geld rausnehmen sollen, sondern man hätte Geld draufpacken sollen. Und ich bedauere es immer noch, dass Sie bisher noch nicht bereit waren, unseren Antrag zuzustimmen, dass nochmal das Programm Stelle statt Stütze aufgelegt wird im Rahmen eines Investitionsprogramms. Das wäre mal ein vernünftiger Schritt gewesen, aber bisher wollten Sie das nicht. Sie murksen weiter rum. Und der nächste Punkt, den ich besonders bedauere, ist, dass Sie keine Ideen haben, wie Sie geflüchtete Menschen in Arbeit bringen. Sie haben keine Ideen, Sie haben keine Vorstellungen. Und ich sage Ihnen, 12 Bildungsberaterinnen, 500 Ausbildungsplätze in BAP und Arrivo reicht nicht aus, um den Menschen hier eine berufliche Perspektive zu geben. Da haben Sie kein Konzept, wie an vielen anderen Punkten auch nicht. Und deshalb können wir diesem Einzelplan und diesem Gemurkse so erstmal nicht zustimmen.